Hallo und herzlich willkommen. Kennt ihr das? Also ich bin aus dem Urlaub wieder zurück. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen und die YouTube-Stories sehen, wissen das. Ich habe meine Werkstatt komplett ausgeräumt und habe meine Werkstatt gemalert, gesprüht. Ich habe so ein Farbsprühsystem, habe ich meine Werkstatt komplett, Decke, Wände, alles gemacht. Und jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Ab jetzt kommen keine Elektrovideos mehr. Das stimmt. Natürlich nicht ganz, nur bedingt. Geht ja jetzt schon. Mit der Beleuchtung. Dann habe ich auch mittlerweile den zweiten. Sichtschutz schon montiert. Allerdings ist das elektrisch nicht angeschlossen. Diese Dinge werden im Zuge, also Beleuchtung, werden im Zuge des Werkstattausbaus natürlich in den ein oder anderen Video vorkommen. Wo Sie damit meine Hand explizit Videos rein über irgendeine elektrische Geschichte, wie es in der Vergangenheit die letzten Videos waren, wird im Moment nicht passieren, erst wenn das fertig ist. Ich muss, ja, es hat ein paar Umstände gegeben, die dazu geführt haben, dass ich jetzt das unbedingt fertig machen muss, will. Ich will das auch noch machen, solange wir jetzt wieder noch in Ordnung ist. Ich muss da draußen, da nach draußen kommt eine Sattanlage, wird eine Sattanlage montiert. Da kriege ich natürlich, bin ich auch ein Teilnehmer, aber in der Halle haben ja noch mehrere Leute drin. Auch die bekommen einen Sattanschluss. Das kommt da raus, mache ich ein Video dazu. Das muss ich aber ein bisschen hinten anstellen. Wichtig ist jetzt, dass ich den Kappsägestand, den ich ja schon habe, den baue ich wieder rein. Aber da auf der Seite kommt ja alles rein und da habe ich noch eine Frage. An diese Wand sollen ja lauter einzelne Kastel, Korbchen, weiß ich noch nicht, teilweise mit Schubläden, teilweise wird immer erstens auch etwas niedriger, normale Tischhöhe, Schreibtischhöhe, Werkbankhöhe, wo man im Sitzen was machen kann. Eben für die eine oder andere Elektrogeschichte, also nicht ganz so hoch, ein bisschen anders wie das, was man gemeint ist. Und da hätte ich eine Frage. Ich habe, wie es der Zufall so haben möchte, ca. 30 ESB-Platten noch auf Lager. Ich weiß, wenn ich jetzt das mit ESB-Platten, ESB, nicht OSB, ESB, wenn ich das baue, schreibt da jeder zweite, kann ich nicht mehr sehen. Aber mir geht es auch irgendwo ein wenig um Kohle. Also ich hoffe, es hat es da nicht sauer. Vielleicht kann man die dann irgendwie streichen. Weiß ich nicht, dass es nicht so ausschaut. Aber ich hoffe, es hat es da einfach nicht sauer. Weil anschauen müsste es ja auch eins. Ich meine, mir stört jetzt das nicht so, weil ich das als Werkzeug, als Werkstatt sehe. Ob jetzt das grün, blau, rot irgendwie ist, freilich soll es im Video einigermaßen ausschauen. Aber für mich ist natürlich auch irgendwo wichtig, das muss bezahlbar bleiben. Ich kaufe mir da nicht lauter neue Platten, wenn ich das Material da habe. Also, war halt irgendwie doof. Was sagt ihr dazu? Schreibt das bitte unten mal ein. Kommt es klar damit, dass das ESB ist? Ich meine, selbst wenn es nicht klar kommt, wäre es wahrscheinlich auch so sein. Aber ich möchte es einfach einmal wissen. Ich weiß, man hat sich an dem USB abgesehen, aber ich muss einfach sagen, für mich spielt da wirklich das Geld rein. Also ganz klar, ich sehe nicht rein, dass ich mir einen Multiplex oder sonst was irgendwie kaufe für Hunderte oder mittlerweile mehr als 1000 Euro, wenn ich das andere da habe und kostet mir nichts. Also, ich habe das also alles da herin mit dem Fahrsprühsystem von Wagner weiß gemacht. Und jetzt kommt der Innenausbau. Natürlich
jetzt wo alles leer ist, habe ich mein Fahrbares Gerüst und jetzt montiere ich natürlich als allererste Beleuchtung. Diesmal habe ich ja, auf alle Fälle professioneller wie früher. Ich war stand jetzt wieder dann voll dabei, die sagen, das ist ein Schrott. Ich persönlich bin von denen sehr begeistert. Haben die LED-Wands. Die LED-Wands. Ich blende das einfach einmal ein. In der Werkstatt herin habe ich die 9 Stück mit 46 Watt. Wird alles Durchgangsverdrahtung. Alles Durchgangsverdrahtung. Installiert. Das heißt, ich kriege drei Reihen, 9 Stück. Ich habe mir das von der Firma LEDWANS berechnen lassen. Das Beutel, wenn ich von der E-Mail rausbringe, blende ich auch einmal kurz ein. Also, ich habe mir da eine Berechnung machen lassen, wie viel Lumen pro Quadratmeter, wie das ist. Schon mit den Vorgaben für Filmstudio mehr oder weniger, also für Werkstatt. Im draußen Teil dann, habe ich dann nur noch einflammige. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Stück da draußen kommen. Wichtig ist jetzt mir zuerst Werkstatt, damit ich die Werkstattmöbel von da wieder reinbringe und dann da draußen Platz habe. Hab natürlich, glaube ich, habe ich schon mal gezeigt, ich habe hervorragenden Laser, super sauber im Koffer drin mit Stativ und weiß der Geier was und leicht auch grün. Hab mir das laut der Planung angezeichnet, also den Laser rauf projiziert, hab mir bei der ersten Lampe den Startpunkt von herunten, hab dann ausmessen, hab das aufgemacht. Ich meine, jetzt schaut's ja wunderbar schön aus. Aber das Problem ist, ich hab da nur an die erste Befestigung, man muss da so Haltebügeln, das seht ihr aber dann in dem Video, so Haltebügel raufschrauben und nicht gleich wieder schimpfen, die haben anders, wie all die, die ich bis jetzt gehabt habe. Ich mache da ein extra Video drüber und da seht ihr das dann, wenn ich weitermache. Ich wollte halt das Problem gleich zeigen, weil ich auch nicht wieder unterbrechen müssen. Den ersten Halter habe ich aufgebaut, bin ich sofort auf ein Laden gekommen. War kurz frei und dann war eine Ladung super gut. Zweite Loch, zweite Befestigung, 50er Schrauben ins Leere, 70er Schrauben ins Leere, 120er Schrauben ins Leere. Ja, was tue ich? Dann gibt es halt in Metallausführung, jetzt weiß ich nicht, ob ich das in der Metallausführung so die Gipsschnecken. Ich habe aber natürlich wesentlich günstiger Kunststoffschnecken und dazu war ein Bit, so ein Dorn, da kann man dann die Verschraubung, also die Rigipsschnecke direkt drauf und mit dem kann man direkt in den Rigips reinbohren und das Ganze dann versenken. Durch das, dass das da herum eine sehr dünne Platte ist, ich weiß schon, das war jetzt verschwommen, das seht ihr mir in dem Video dann, wenn ich in dem Leuchtenvideo, ist das nahezu bündig mit dem Rigips und ich kann dann ganz normal mit einer 30er oder 40er Schrauben das Ding da einschraufen, das hält super gut. Super gut. Jetzt muss ich gerade gleich wieder da rein, aber sonst verliere ich ihn wieder. Zum Zeigen, wie hell das ist, wie die Beleuchtung ist, wie gesagt, kommt das andere Video. Ich wollte mich erstens jetzt einfach mal nur zurückmelden, wollte erklären, dass das so momentan ein kleines bisschen mit den richtigen Elektrovideos ein kleines bisschen Pause gibt, weil ich ja doch dabei von euch sehr viele Anfragen kriege. Kannst du nicht einmal ein Video machen zur Derschaltung? Kannst du nicht einmal das? Kommt alles, ich habe alles aufgenommen eigentlich in der Liste, ich gehe das alles wieder durch, aber aktuell muss ich jetzt das für die Werkstatt machen. Natürlich haben da Elektrosachen mit dabei, wie gesagt, die komplette normale Elektrifizierung, die zwei Sichtschutzrollo, die ich habe, die Beleuchtung, kommt einiges seiner. Die Beleuchtung wird momentan wahrscheinlich über ganz normale Einbauschalter drin geschaltet, weil ich jede Lampe einzeln schalten will, damit ich je nachdem, was ich für einen Bedarf habe, extra reagieren kann. Allerdings muss ich sagen, wenn das so weit einmal eingerichtet ist, wird das natürlich über irgendeine Smart Home-Geschichte gesteuert. Irgendein kleines Panel irgendwo hingemacht, wo ich das
extra machen kann. Ich möchte dann auch vielleicht, weiß ich noch nicht, Luxmeter irgendwo integriert haben. Mal schauen. Die LED-Wannenleuchten haben auch diesmal nicht mehr mit Röhre, sondern da ist in der Wanne der Treiber drin, das Vorschaltgerät, und da drin ist das LED, also da auf Folie oben, ist natürlich hervorragend, ein Diffuser zur Streuung, eine Reflektorschicht drin. Also das ist schon weitwertiger, heute natürlich auch nicht mehr so günstig wie manche andere, aber ich wähle jetzt da einfach eine Qualität. Wichtig war mir laut dieser Angabe 50.000 Betriebsstunden. Mal schauen. Ob es dann auch so wird. Die zwei Flammigen, die ich raufmache, die zwei Flammigen haben 46 Watt, 6400 Lumen und in der Lichtfarbe 4000 Kelvin. Dazu gibt es ein extra Video. Ich verlinke die zwei Lampentypen, verlinke ich unten mal, genauso wie ich sich eine Rigipsschnecken unten verlinke. Vielleicht hat er der eine oder andere noch nicht kennt. Immer im Rigips, wenn Hohlraum dahinter ist, ist es sehr schwierig, irgendwas zu befestigen. Mit den Dingen haut es aber wunderbar hin. Und dank denen aus Kunststoff ist so, dass die jetzt so fein und so dünn sind, dass das nicht mehr auftragt. Und vor allem bei manchen Gehäusen würde oft der Dübel vom Rand noch rausschauen. Dann sieht man da das silberne Metall, ist furchtbar hässlich. Das sieht man eigentlich nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ein kleines bisschen Informationen bin ich euch schuldig. Das habe ich damit getan. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Schaut trotzdem gut zu. Ist ja immer wieder doch ein wenig elektrisch dabei, wo vielleicht der eine oder andere irgendeinen Trick noch nicht gesehen hat. Und wie immer gilt, gell, lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch, Servus.